Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Wir sind da, wo wir aufgehört haben, nämlich im Innern der Festung von Anor-Londo oder des Palastes oder wie auch immer. Als allererstes werden wir jetzt erstmal aufsteigen. Nein, werden wir nicht. Ach ja, haben wir vielleicht noch... Na gut, das wäre jetzt direkt Verschwendung. Wir hauen einfach den Silberritter da drüben nochmal um. Haben wir den überhaupt schon umgehauen und warum... laufe ich eigentlich noch mit dem Adlerschild rum. Ich hätte gern wieder mein Graswappenschild. Vielen Dank. Das könnte ich so langsam auch mal aufbessern. Und dann würde ich sagen... der erste Treffer gehört mir. Der zweite Treffer auch. Und der dritte Treffer... ist auch für mich. So, hier haben wir ja schon geplündert. Reicht das jetzt schon? Na, mal gucken. Wir sollten auch noch mit Soler reden. Genau, wir reden jetzt mal mit Soler. Was machst du überhaupt hier? Und wie bist du so einfach an den ganzen Bogenschützen und Silberrittern und allem vorbeigekommen? You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Ich glaube, mit dem haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ist leider bei mir schon wieder eine Weile her. Okay. Jetzt reicht es. Was können wir denn mal? Ich möchte ja gerne auf die Konditionen noch ein bisschen gehen. Oder? Oh, ich möchte aber auch die Intelligenz nicht zu sehr vernachlässigen, wenn wir jetzt wirklich auf Magie gehen. Ich stelle mir jetzt mal ganz logisch die Frage. Für meinen absoluten Hassboss, der jetzt der nächste ist, den wir umkloppen müssen, was ist da wichtiger? Kondition oder Intelligenz? Ich gehe doch noch ein bisschen auf Intelligenz, auch wenn ich sehr ungern eigentlich die Kondition jetzt vernachlässige, aber wat mut dat mut. Wie stehen wir eigentlich von der Traglast? Naja, gut, kann man so stehen lassen. Wir haben Havels Ring an, oder? Yep, okay, das passt dann im Grunde. Vielleicht stimmen wir noch schnell die Zauberei ein. Wir hauen mal die Verbrennung raus dafür. Werden wir die Heilung brauchen hier drin eigentlich nicht. Oder doch, oder nein. Ich denke, wir nehmen noch den Feuerball mit. So. Wunderbar, und dann sehen wir uns jetzt endlich hier drinnen um. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, da drin ist ein Silberritter. Das gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Das macht aber gar nichts, denn hier ist auch einer. Das heißt, hier drin werden uns die Silberritter bestimmt nicht ausgehen. Und du kommst jetzt her, damit ich dich schön backsteppen kann. So, zum Beispiel. Und das macht so schön viel Schaden. Komm, ein, zweimal noch. Okay, dreimal noch. Okay, lass ich mir eingehen. So, waren hier schon Truhen? Hier waren noch keine Truhen. Okay, die sind dann eins weiter oben. Und hier haben wir verschlossene Türen, wo wir zum einen hier nicht rein können. Und hier sehr wohl rein können. Und hier sollten wir auch reingehen, denn hier gibt es eine ganz nette Kleinigkeit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Leider verrät es die Nachricht hier eh schon. Wenn ihr offline, ja gut, wenn ihr euch das Let's Play anseht, bringt der Tipp relativ wenig, aber man kann darauf kommen, dass es hier noch ein Geheimnis gibt, wenn man mal betrachtet, dass hier durch diesen Durchgang man noch einen Raum sehen kann. Was brüllt hier? Etwas brüllt hier und es scheint groß zu sein. Ja. Wenn man online spielt, hat man natürlich den überaus graziösen Vorteil, dass man natürlich überall diese Nachrichten hat. Auch so ein Grund, warum ich einfach sage, beim ersten Mal würde ich lieber offline spielen. Weil diese Nachrichten, die sind zwar ganz praktisch, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat und einfach noch so die letzten Secrets finden will. Aber im ersten Spieldurchlauf möchte ich doch lieber erstmal ein bisschen selbst erkunden.
Und dann kommen wir auch hier hinein, wo es runtergeht. In, naja, so eine Art Vorratsraum, würde ich sagen. Hier gab es nichts, genau. Und da gibt es auch was ganz, ganz, ganz Nices. Also das ist jetzt echt übertrieben. Mensch, was sollen denn die ganzen Schriftzüge hier, die warnen, welche Kisten echt und welche falsch sind, bitte. Habt ihr denn mein Let's Play nicht gesehen? Jeder weiß doch, dass man die hier problemlos öffnen kann, um sich dem... Ach nein, das ist noch gar nicht die Waffe. Havels Stulpen und Havels Gamaschen. Darauf gehe ich gleich noch ein. Zunächst holen wir uns aber noch Havels Helm und Havels Rüstung. Sowie... den Großschild von Havel und natürlich, was auch nicht fehlen darf, der Drachenzahn, die Waffe von Havel. Ja, anscheinend haben sie, nachdem wir ihn getötet haben, Havel geplündert und hier in diese Kisten verpackt. Und ja, zum Thema nochmal mein Let's Play, wie wir natürlich gleich sehen, wird diese Kiste aufstehen, was wir natürlich als fleißige Let's Play-Gucker wissen, sofort daran erkennen, dass die Kette nicht eingerollt ist und ich werde den goldenen Schlangenring anlegen, denn außer ihrem normalen Drop können diese Mimics, also jeder Mimic hat ja seinen festen Drop, den man bekommt, wenn man ihn besiegt, aber die Mimics haben noch einen weiteren Drop, den sie zufällig geben und den würde ich mir auch gerne noch holen. Jetzt aber erstmal kriegst du schon gleich mal einen schönen Treffer rein und gleich nochmal einen. Und dann gehe ich ein bisschen auf Distanz, weil ich... Ah! Dir eine Feuerkugel ins Gesicht schmeißen möchte, die ganz gut Schaden macht. Da bin ich sehr froh drum. Ich möchte nämlich jetzt ungern von dir getötet. Das ist schlecht. Ich lasse mich gerade... Sehr schön. Trink mal ein Schlückchen. So. Und du lässt mir fallen die okkulte Keule. Schade, ich hatte gehofft, dass ich deinen Kopf bekomme. Ja, die können ihren Kopf fallen lassen, das Symbol der Gier. Das ist ein Helm, der Seelen- und Gegenstandsdrop erhöht. Ganz praktisch. Leider ist es so, dass die Gegenstandsdroprate nicht mit dem goldenen Schlangenring kumuliert. Der goldene Schlangenring erhöht zum 300 oder... beziehungsweise... Ach nein, das sehen wir natürlich hier. Beutehäufigkeit, beziehungsweise wir haben schon 100. Der goldene Schlangenring... Nein, den will ich auf keinen Fall ablegen. Erhöht es entsprechend dann auf 300. Das Symbol der Gier würde dasselbe machen. Allerdings würde, wenn man goldenen Schlangenring und Symbol der Gier anhat, trotzdem die Häufigkeit nur auf 300 steigen. Weil der Wert leider nicht kumuliert. So, jetzt wollen wir uns natürlich gleich Havels Rüstung ansehen, die wir da bekommen haben. Und wir sehen sofort, die ist ein bisschen schwerer als unsere jetzige, hat aber auch mit Ausnahme von Blitz und Hieb Resistenz und der Giftresistenz um einiges bessere Werte. Oder zumindest, gut, um einiges ist ein bisschen übertrieben, aber ich denke, wir werden trotzdem jetzt erstmal die Rüstung anlegen. Wir werden eh schon bald eine neue bekommen. Die beste Rüstung im Spiel. Naja, okay, das ist jetzt nicht so dolle. Ich glaube, dass die Gamaschen auch nicht so großartig waren, genau. Ist natürlich auch ganz nice, ist nochmal 100 mehr Haltbarkeit. Wie überladen sind wir denn jetzt? Das geht noch. Und was wir natürlich auch bekommen haben, ist Havels Großschild. Das ist dieses nette Ding hier. Bin gerade am Überlegen, haben wir den nicht schon von Havel bekommen? Ich glaube, da war was. Auf jeden Fall sowieso für uns viel zu schwer, aber hat natürlich nette Resistenzen. Und was wir noch bekommen haben ist, das dürfte hier ein Stück weiter oben sein, bei den Keulen oder derartigem. Da, der Drachenzahn. Ja, eine ganz nette Waffe, wer es benutzen kann. Kriegt allerdings
standardgemäß nur ein D auf Stärke, kann man aber, glaube ich, bis zu einem A aufbessern. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, man kann das noch bis zum A bringen. Und damit haben wir hier unten auch schon alles geplündert. Ach ja, was ich auch noch zeigen könnte, ist die okkulte Keule. Die haben wir hier gleich. Die macht eben okkulten Schaden. Das ist eine Steigerung zum heiligen Schaden. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt mit okkultem Schaden zum Beispiel die Skelette unten in den Katakomben erledigen können, sondern das geht wirklich nur mit heiligem Schaden, weil das Okkulte ja so eine Art schwarze Magie ist. Wir könnten das Ding allerdings abrüsten, sodass es zu einer heiligen Keule wird und heiligen Schaden macht. Naja. Werden wir aber wohl nicht, da uns der Wille-Boni sowieso nichts bringt. Auf jeden Fall haben wir damit hier auch schon ein paar nette Sachen jetzt gefunden. Dann müssen wir jetzt auch nicht unbedingt zurück zum Leuchtfeuer. Das lohnt sich jetzt nicht. Dann gehen wir doch lieber hier nach oben. Diese lange Wendeltreppe hinauf. Wo uns noch mehr Stufen erwarten. Und hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich denke, wo war er? Wo bist du? Ich muss mich mal ein bisschen nach vorne beugen, es ist so dunkel. Ach so, das wird die Stelle mit dem Bogenschützen. Okay, dann loten wir erstmal die Truhen. Die hier zum Beispiel sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Ach, das... Ah! Ach so, ja, ich habe den Schild ja gerade gar nicht. Ja. Stirb. Stirb. Brav. Braver Mimik. Und du lässt mir fallen Silbermünzen. Ich hätte wieder den Schlangenring anlegen sollen. Dann lege ich ihn jetzt an, weil wir gleich noch einen Mimik haben. So. Die Räume da schauen wir uns gleich an. Ich will mich nur erst schnell um den Mimik kümmern. Und zack. Und zack. So, und diesmal machen wir es gleich richtig. Komm her. Und zack. Da will er doch glatt zweimal hintereinander seinen blöden Beißangriff machen. Und gleich nochmal. Ja, schön wär's, nicht wahr? Schön wär's, wenn du mich fressen könntest. Ich glaube, das würde mich sogar töten. Bei unserem derzeitigen Stand. Ich weiß nicht, wie Havels Rüstung darauf jetzt reagieren würde. Und. Symbol der Gier. Da haben wir es auch schon. Und Goldmünzen. Das können wir uns ja mal kurz angucken. Das Symbol der Gier, wo ich es ja eh schon angesprochen habe. Ich werde nur mal kurz wieder zu Havels Ring wechseln, sonst vergesse ich das. Wie viel Traglast haben wir eigentlich ohne Havels Ring? Ja, nicht so dolle. Und dann haben wir hier unter Helm jetzt das Symbol der Gier, das echt schlechte Werte hat. Man muss es so sagen. Natürlich, aber vom Effekt her umso besser. Verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Also, im Grunde, ich kann es ja mal zeigen, hier. Nö, im Moment nicht hier, sondern da. Genau, die Beutehäufigkeit steigt und wir bekommen mehr Seelen. Das ist allerdings ein Wert, der im Hintergrund läuft. Das kriegen wir nicht in unseren Stats angezeigt. So, es lohnt sich immer noch nicht, zurück zum Leuchtfeuer zu gehen. Gucken wir uns doch mal kurz die Räume... Moment, doch, mir fällt gerade ein, es lohnt sich doch, zurück zum Leuchtfeuer zu gehen. Und denn ich habe noch was vor und hoffe, das klappt jetzt schon. Jetzt nicht zum Silberritter reinlaufen, wobei, wenn, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Wir müssen doch nochmal Zauberei einstimmen, denn wir brauchen statt dem Feuerball die Seelenpfeile. Warum, das werdet ihr gleich noch sehen, wenn wir uns wieder nach oben begeben. Moment, habe ich jetzt... Doch, ich habe Havels Ring noch an. Ich hatte gerade das Gefühl, ich würde schwerfälliger laufen, aber Rollen funktioniert auch ganz normal noch. So, wir wollen hier durch diese Tür. Wo wir auf... Oh! Entschuldigung, der Herr. Dich hatte ich vergessen. Ja,
du kommst jetzt erstmal hier raus, denn daran habe ich echt keinen Bock auf dich. Komm du lieber mal hierher, damit ich dich schön backsteppen kann. Ja, hau du ruhig mit deinem Speer zu. Es nützt dir ja doch nichts. Wenn du jetzt nicht gegen die Wand gefallen wärst, dann hätte ich dich gleich nochmal gebacksteppt. Und es ruckelt ein wenig, merke ich gerade. Zack und zack. Du! Da! Hier! Mann! Man kann es auch übertreiben. Das sind übrigens anders wie die schwarzen Ritter. Ihr habt es ja schon gemerkt, die hier respawnen. Der respawnt nicht, wenn wir ihn erledigen. Und genau das habe ich jetzt vor. Ich hoffe, es reicht. Ich mache den immer gern von hier oben. Einfach, weil man da unten ist es echt... Wir kommen da unten in den Raum noch rein, um ihn dann zu looten. Das ist aber da unten gegen ihn zu kämpfen, ist echt schrecklich. Oh, und fast hätte ich was vergessen. Nämlich diese Seele hier. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, ihn von hier aus zu erledigen. Von da drüben aus habt ihr keine Chance, weil die Zauber dann hier gegen das Gitter fliegen. Und ich muss auch hier erstmal die richtige Stelle finden, dass das nicht passiert. Ich glaube, so dürft's gehen. Jupp, es klappt. Dann kann ich ja jetzt auf die schweren wechseln und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, da unser Magie-Level ja noch nicht so hoch ist, machen wir jetzt noch nicht so den mördermäßigen Schaden. Aber wir werden ihn so auf jeden Fall down kriegen und dann ist der Trick eigentlich nur noch nicht zu sterben, bis wir da unten ankommen, damit wir auch den Loot entsprechend bekommen. Ich denke aber, das kriegen wir hin. Sage ich jetzt, bevor wir dann in 2 Minuten im nächsten Raum sterben werden. Das wäre es jetzt natürlich. So, fast erledigt und auch keine schweren Seelenpfeile mehr. Dann müssen die hier eben reichen. Wobei, ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Ich glaube, das reichte nicht, aber... Versuch macht klug. Nein, das ging nicht. So, dann machen wir ihn noch schnell so fertig. Wäre jetzt natürlich praktisch gewesen, weil wir mit der Pyromantie natürlich deutlich mehr Schaden machen durch unsere gut gelevelte Pyromantie-Flamme. Aber wir kriegen ihn auch so down. Hoffe ich doch. Langsam wird es ein bisschen knapp. Das könnte knapp werden. Oh wei, das wird nicht reichen. Das ist natürlich die Frage, nochmal umkehren und eventuell... Na gut, andere Zauber haben wir jetzt auch nicht. Na gut, dann kümmern wir uns dann später um den Rest, was er jetzt noch hat. Dann müssen wir uns eben zur Bestie hineinwagen. Jetzt aber erstmal gehen wir noch kurz hier rein. Das bringt uns an sich nicht viel. Wir können hier einfach mal kurz reingucken, um zu schauen, was uns da unten noch so erwartet. Nämlich... Sieht man ihn? Von da drüben sieht man ihn besser. Na, wo ist er denn? Ich suche einen Silberritter. Bin ich jetzt blind? Ach so, nein, der steht ja da unten mit dabei. Den sieht man jetzt nicht wegen dem Balkon. Da stehen auf jeden Fall 2 Silberritter unten. Und hier hängen jede Menge Drachenköpfe und wir werden auch noch erfahren, welcher leider ziemlich fähige Krieger diese Biester erledigt hat. Und der hier erinnert mich immer so ein bisschen an einen Drachen aus Demon's Souls, mit dem ich sehr unangenehme Erinnerungen verbinde. Naja, dann wollen wir auf jeden Fall mal hier weitergehen. Und wollen erstmal so ein bisschen unter Beschuss genommen werden. Also wollen nicht, aber wir werden es trotzdem.
Da werden wir leider nicht gefragt. Ja, schieß doch mal einen Pfeil aus nächster Nähe ab. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Sag mal, hast du überhaupt ein Schwert? Jetzt kommt er. So ist das doch schön. So, du Feigling. Lass dich gefälligst anständig backsteppen wie ein Mann. Du bist doch... Ach. Kommst du? Ja, du. Nee, du kommst nicht. Weißt du was? Doch, du kommst. Okay. Zack und zack. Und irgendwie beim Backsteppen fängt es immer an zu ruckeln. Oh, du brauchst ja noch einen Treffer. Bitteschön. Der Herr. Und ich werde jetzt mal kurz hier die Seele rausnehmen, dass wir die nicht aus Versehen benutzen. Hier war meines Wissens nach nichts. Außer einer atemberaubenden Aussicht über die ganze Gegend. Leider werden wir vieles davon nie zu Gesicht bekommen. Bis auf einzelne Balkons und dergleichen. Denn hier die ganzen Häuser, das alles, das ist wirklich nur Hintergrunddeko, damit man auch sieht, wie groß diese Stadt eigentlich ist, dieses Herrschaftsgebiet von Gwyn. Ha! Herrlich. Allein für diese Panoramen liebe ich einfach dieses Level. So, und es ruckelt wieder ein bisschen. Sind wir eigentlich menschlich? Nö, wir sind nicht menschlich. Ah, falsche Tür. Hier wollen wir rein. Und hier können wir uns mal ein paar Bilder angucken von... Ist das ein Mann mit Perücke oder ist das eine Frau? Das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Und das ist ganz klar russischer Führer von irgendwie Russland. Oh! Okay, jetzt hat mich irgendwie der Schrank gerade erschreckt. Was haben wir hier? Einen Typ, der Bücher schreibt? Hier haben wir ein sehr kleines Bett. Jetzt mal vergleicht, wie groß der Charakter ist und wie kurz und auch ziemlich schmal das Bett. Also das fände ich jetzt nicht so bequem und anscheinend sind die Vorhänge aus Beton. Wenn man sich das ansieht, wie starr die da hängen. Das hier könnte eventuell, was könnte das darstellen? Soll das Anor Londo darstellen? Ich glaube... Oh, Blümchen, schönes Bild von Blumen. Hier kann man auch hin und wieder mal so aus den Fenstern gucken. Sieht man nicht viel, aber immerhin etwas. Moment, die Tür ist zu, oder? Ja. Das ist entweder irgendeine Küste oder sehr abstrakte Kunst. Und hier haben wir die Prinzessin von Anor Londo, die wir auch noch treffen werden. Guinevere. Oder Guinevere oder wie auch immer. Ja, und hier haben wir hier eine Tür, denn in diesem Raum ist es bisher viel zu ruhig. Und ich werde schon mal in weiser Voraussicht hier das Mobiliar zertrümmern. Denn, oh, was begrüßt uns denn da für ein Schwert? Ja, hier im Grunde ganz einfach erstmal die Vase kaputt rollen und dann... nein, Moment, das war nicht hier. Das war woanders. Wir müssen ihn eigentlich nur herlocken und das machen wir am besten, indem wir uns kurz sehen lassen und dann umkehren. Dann können wir ihn hier super backsteppen, wenn er denn mal die Tür findet. Du musst die Tür nicht aufschlagen, die ist schon offen. Wir sind hier nicht in einem Nigeria. Ja, komm. Komm her. Führt dich nicht so auf. Okay, ich möchte ihn jetzt kurz mal in so eine Combo kriegen, damit ich mich kurz heilen kann. Ich bin gerade etwas vorsichtig, weil ich ihm nicht in den Rücken komme. Ah. Das war nicht der Rücken, bedauerlicherweise. Jetzt aber. Zack. Probieren wir gleich mal, ob wir ihn nochmal gebacksteppt kriegen. Leider... Bisschen falsch hingestellt. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Es ist eben möglich, wenn die sich
wenn die wieder aufstehen, dass man sie gleich nochmal backsteppt, weil sie sich ja zu einem hindrehen. Da habe ich aber das Timing und die Stelle noch nicht so ganz raus. Auf jeden Fall eine sehr gemeine Falle. Da bin ich auch das erste Mal natürlich voll reingerannt. Hier gab es nichts. Und dann gehen wir jetzt mal nach oben, wo uns weitere Silberritter erwarten, wie man ja schon sehen kann. Und als erstes möchte ich mich um den hier kümmern. Der hier wird uns allerdings dabei mit... Ne, nicht mal. Okay. Dann lock mal dich mal her. Ich befürchte jeden Moment einen Drachentöter-Großpfeil im Rücken zu haben. Komm, komm, komm. Greif an. Brav. Röms. So, probieren wir es nochmal. Oh, ich stehe mal ein bisschen zu weit rechts. Aber egal, den kriegen wir so auch down. So, dich lasse ich jetzt erstmal kurz links liegen, weil da geht's dann weiter für uns. Wir wollen uns doch erstmal hier umsehen und wenn alles geklappt hat, steht hier jetzt ein Zwiebelritter. Und den kennen wir doch. Ein schlafender Typ in Zwiebelritterrüstung. Das kann nur einer sein. Whatever can be done. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knight? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of Vanguard like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Ja, er hat echt die Ruhe weg und für das, was jetzt gleich kommt, werde ich schon mal die Feuerkugel ausrüsten und mir eine kleine Heilung bescheren. Denn natürlich braucht unser Zwiebelritterlicher Freund mal wieder unsere Hilfe im Kampf gegen ein paar Silberritter. Drei an der Zahl. Oh, und der erste ist schon unterwegs. Ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht so nah an den Zwiebelritter hinlocken, nur für den Fall, dass der Kampf etwas ausschweifen wird. Und natürlich auch, weil hier einfach kein Platz für sowas ist. Am besten, ich locke ihn nach oben. Zack. Ah, so. Hier kann ich dich super backsteppen. Das heißt, hier können wir gerne weiterkämpfen. Das war zu früh. Das war auch zu früh, jetzt dreh dich doch nicht um. Das war perfekt. Und das ist auch gleichzeitig dein Ende. So, damit haben wir den ersten. Hat mich gerade wieder ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass der von links kam. Aber gut, wenn er von rechts kommen will, soll er von rechts kommen. Jetzt gucke ich nur mal vorsichtshalber nicht, dass jetzt doch noch einer von links kommt. Nö. Genau, da sind die anderen beiden. Da nur einen herzulocken, ist ziemlich schwierig. Deshalb gehen wir uns eben damit zufrieden, dass sie höchstwahrscheinlich beide kommen werden. Und die Pyromantie dir einfach mal... Hey, wir haben es sogar geschafft, dass nur der kommt. Yay! Das mag mir sehr gefallen. Dann können wir uns jetzt in aller Ruhe um den letzten kümmern. So. Immer schön rechts rumlaufen, dann ist die Gefahr geringer, dass man ihm ins Schwert reinläuft, wenn man versucht, in den Rücken zu kommen. Ja, das ist natürlich... Die Kamera ist gerade nicht so ganz mein Freund, muss ich sagen. Komm, 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 komm! Ach, weißt du was? Brutzel. Und zack, das kann... Ich auch ohne Backstep. Bitteschön. So, jetzt reden wir doch erstmal mit unserem Freund, dem Zwiebelritter. Oh ho! What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic. I'm saved. This Knight of Katarina hereby commend you. Take this as a token of my gratitude. Der Windswesenring.
Den kann man übrigens auch am Anfang des Spiels als Geschenk bekommen. Was er bewirkt, werde ich gleich zeigen. Gallantry entails great risk. Next time, give me a chance to come up with a plan. Ja, tut mir leid. Ich hätte warten sollen, bis du dir irgendwann mal innerhalb der nächsten 3 Jahre einen Plan überlegt hast. Bis dahin sind die Silberritter hier wahrscheinlich am Hungertod gestorben. So, der Windswesenring. An sich nichts Besonderes. Kleine Zunahme von TP. Im Grunde bekommen wir damit ein paar TP mehr, wie man hier sieht. Ich sag mal, nice to have, aber gut. Am Anfang, wenn man sich's als Geschenk aussuchen will, so eine kleine TP-Zunahme ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, aber man kommt auch ganz gut ohne klar. So, du warst ein Mimik. Wir haben ja das Symbol der Gier jetzt schon. Deshalb... Moment, du warst kein Mimik. Man sieht ja auch leider die Kette gerade ein bisschen blöd. Okay, das ist kein Mimik. Dann öffnen wir eben die Truhe und erhalten 2 Dämonentitanit. Sehr schön. Wenn ich nicht irre, können wir jetzt hier die Tür aufmachen und sind hier. Genau. Das heißt, wir haben uns hier einen kleinen Shortcut geöffnet und können jetzt entsprechend uns weiter unseres Weges begeben. Das hier muss man übrigens natürlich machen, um die Questline des Zwiebelritters oder die Storyline des Zwiebelritters fortzuführen. Wenn man ihn hier übersieht, was leicht passieren kann, wenn man oben eben einfach geradeaus rennt zu dem anderen Silberritter, der ja jetzt noch am Leben ist, dann kann man diese Questline leider nicht zu Ende bringen, was schade wäre, denn die ist an sich ganz gut. Man kann diese Storyline auf zweierlei Weisen beenden und bekommt eigentlich immer ganz nette Sachen. Gut, ich würde aber auf jeden Fall sagen, bevor wir jetzt weiter durch die Festung streifen, beende ich hier einfach mal den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Dark Souls. Bis dahin, euer Pagu.